und ein Moinsen zum Stadionvlog gegen den Club, den 1. FC Nürnberg. Kein guter Tag, aber wenn Augsburg morgen verliert, dann wird er sich trotzdem noch mit einem Punkt gewinnen quasi im Vergleich zu allen anderen. Trotzdem noch irgendwie halb so der Sieger des Spieltags im Abstiegskampf, auch wenn 3 Punkte echt ein Big Point bedeutet hätten wir bei den anderen Ergebnissen. Moinsen zum Stadionvlog gegen den Club, den 1. FC Nürnberg. Und ja, letztes Spiel war 0:3 in Frankfurt. Ja, Ergebnis am Ende war sicherlich okay. Frankfurt war schon besser. Erste Halbzeit haben wir es echt ordentlich bis echt gut gemacht. Zweite Hälfte, naja, waren wir halt absolut harmlos. Geht in Frankfurt aber auch in Ordnung. Was die gerade für einen Lauf haben, ist der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, die werden in der Euroleague noch weit kommen und als einzige deutsche Mannschaft da noch gut präsentieren. Gegner heute, der 1. FC Nürnberg. 17. Also Platz hinter uns mit 4 Punkten Abstand auf uns. Das heißt, die dürfen wir heute nicht gewinnen lassen. Aber gut, die kommt bestimmt mit Bock. Letzte Woche Augsburg 3-0 geschlagen, auch wenn sie sich da jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert haben. Aber sie haben Augsburg geschlagen, die jetzt auch noch vor uns stehen, genauso wie Schalke und bei uns quasi im Rennen um Platz 15 und nicht den Relegationsplatz mit drin sind. Aber man muss eigentlich sagen, Nürnberg ist an sich nicht Bundesliga-reif. Habe ich auch zumindest vom Gefühl gerade, auch wie der ganze Club so läuft, wenn man es vergleicht, sind sie aber gerade noch besser als Hannover. Deswegen ist es so die letzte Gefahr für uns, wenn wir noch auf Platz 17 rutschen könnten durch den Club. Aber Prognose heute, 3-1 Sieg. Egal wie, wir müssen heute gewinnen. Wenn du gegen Nürnberg nicht gewinnst, dann hast du auch kein Recht auf einen Relegationsplatz eigentlich und erst recht kein Recht eigentlich auf einen direkten Klassenerhalt. Das muss heute ein Sieg werden. Ich bin da relativ zuversichtlich, auch wenn ich glaube, dass es nicht Dimensionen annehmen wird, wie gegen Hannover mit dem 5-1. Ich glaube, so lassen die sich nicht abschlachten. Wir glauben, ein schweres Stück Arbeit, aber irgendwie werden wir diesen Sieg schon schaukeln. Hauptsache gewinnen und dann viel Spaß mit dem Vlog. Soll das ein Abseits gewesen sein? Ja! Das hat ja auch so lange gebraucht. Und die Wand geht mit. Das ist es. Die Wand geht mit. Forza,
Und das wieder zurück nach dem 1:1 gegen Nürnberg. Kurze Zusammenfassung. Es war ein absolutes Auf und Ab. Erste Hälfte wie auch zweite Hälfte. Wir hatten die Kämpfchance in der ersten Halbzeit. Nürnberg war aber trotzdem quasi eigentlich besser, fand ich. Gegentor ist deswegen zu dem Zeitpunkt auch absolut akzeptabel. Wir waren einfach über die komplette Partie durch. Waren wir einfach offensiv absolut nicht kreativ. Komplett uninspirierter Fußball gespielt. Tor kam aus dem relativen Nichts. Zweite Hälfte war auf jeden Fall schon Nürnberg besser. Dann 1:1. Stimmung, Koch nochmal auf. Stimmung war allgemein geil. Also auch nochmal Props auf jeden Fall an die Nürnberg-Fans. Das war richtig geil. Wahrscheinlich mit einer der besten Auswärtsblöcke oder Auswärtsfans, die bisher nach Stuttgart gekommen sind diese Saison. Und dann noch die paar Großchancen von Nürnberg. Der Kopf von den Zieler ist Weltklasse hält. Dann davor noch zwei, drei Schüsse, die ganz knapp an der langen Ecke vorbeischießen. Der Freistoß war knapp. Wir haben noch die eine Riesenchance durch Gomez, was natürlich der Keeper auch stark macht, genauso wie unserer. Da haben beide Keeper mitgeholfen, dass es 1:1 ausging. Und ja, gehen wir zum Fazit der Mannschaft über. Man muss dieser Mannschaft tatsächlich, letzten Wochen war ja eigentlich immer so Aufwärtstrainer. Heute war es wieder ein starker Schritt nach hinten, fand ich. Vor allem muss man ihnen auch irgendwo diesen Siegeswillen absprechen, weil es war, dafür war es zu langsam. Ganz einfach, dafür war es zu langsam. Und du hast ganz gespürt, da fällt kein 2:1 mehr. War schon glücklich nur, dass es 1:1 gefallen ist. Also es war heute einfach nicht gut. Überhaupt nicht. Ja, gibt so ein paar Einzelkandidaten, die ich das öfteren ja so schon kritisiert habe. Die Davi, keine Ahnung, geht in keinen richtigen Zweikampf rein. Wird uns auch nicht mehr weiterhelfen. Es ist nicht mehr der kreative Sensationskicker, der er anscheinend mal war. Was weiß ich, wann das war. Es waren vielleicht 2 Spiele vor ein paar Jahren. Was weiß ich, so dieses Heimspiel gegen Wolfsburg, wo ein paar Kisten gemacht hat. Aber sonst war er nie sensationell. Donis Gonzalez können irgendwie scheinbar auch nicht mehr als rennen. Also einfach mal Trade durch, was ja cool ist. Mal ein bisschen Action voll durch. Aber da muss halt auch was passieren, was halt nie was tut. Außenverteidiger Beck und Insur, deswegen sind sie auch beide vom Platz, war jetzt nicht wirklich so geil. Flanken vor allem richtig, richtig scheiße. Dafür war dann Sosa halt eingewechselt worden, ist akzeptabel, fand ich. Kann man von mir aus spielen lassen von Insur, weil die Flanken waren ja echt absolute Frechheit. Zubo und Gomez relativ unauffällig, muss man sagen, in seiner Rolle. Aufstellung fand ich ja eigentlich am Anfang ganz geil. So mit Zubo drin, Donis drin, voller Attacke, aber Zubo zum Beispiel war extrem unauffällig. Kabak und die Abwehr allgemein ist so mittlerweile über die ganze Saison auch gesehen. Klar, Kabak kam erst im Winter, aber über die ganze Saison gesehen. Das Ding, was wirklich richtig Bundesliga-reif ist und richtig stark ist. Ziegler war natürlich auch noch bockstark am Ende, wie er ihn rausgehext hat. Und ja, genau. Bester Spieler vom VfB, deswegen wird für mich klar, Kabak mal wieder, sensationell gespielt mal wieder. Kiste gemacht, kann man nicht groß meckern. Ziegler stark, aber gut, halt einfach, was ihn so ein bisschen lindert an seinen Leistungen immer wieder, sind diese schlechten Abstöße und so weiter. Also Spieleröffnung kann er einfach nicht. Was wir auch wieder gemerkt haben, wir können einfach nicht das Spiel machen. Plus, wir sind extrem anfällig, bei eigenen Ecken uns auskontern zu lassen, selbst von Nürnberg im eigenen Stadion. Und offensiv ging nicht mehr, außer wir rennen die Grundlinie runter, flanken den Ball rein, wenn wir Glück haben, kriegt man eine Ecke, aber die Ecke waren auch absolut schlecht, da fehlt uns tatsächlich ein Castro. Tabelle jetzt, Schalke hat 26 als 14. Augsburg 25, die spielen aber noch, Schalke natürlich Glück gehabt, da stand im Stadion schon dran, Endstand 1:1, aber da wurde ja nochmal der Videobeweis rausgeholt, 99. Kiste von Frankfurt, sehr, sehr wichtig für uns. Wir haben jetzt 21 Punkte, Nürnberg hinter uns 17 und Hannover sind dann mit 14 eigentlich im Prinzip schon abgestiegen. Nächste Woche ist nochmal ein richtig dicker Knaller mit Nürnberg gegen Schalke, Freitagabend direkt. Und ja, wir hätten mit dem Sieg, den alle erwartet hätten, 23 Punkte und dann hätten wir nur noch ein Spiel Abstand quasi, wenn Augsburg morgen verliert gegen Hoffenheim, auf Schalke und auf Augsburg. Natürlich immer Torverhältnis, also haben wir quasi immer noch einen Punkt, den wir mehr holen müssen, weil unser Torverhältnis immer schlechter ist als das von allen anderen. Jetzt sind es halt 2 Spiele, aber es ist alles drin. Wir spielen noch gegen in Augsburg, wo ich hinfahren werde, das ist auch richtig geil. Und wir spielen noch in Schalke. Nächste Woche wird, wenn überhaupt, da kriegt mein Kumpel die Dauerkarte, da ich da mein Liverpool einlöse, habe ich ja in Best of 2018 zum Beispiel schon gesagt, da fliege ich mit meinem Vater nach Liverpool und wir schauen uns Liverpool gegen Chelsea an. Da wird es einen massiven Vlog zu geben. Und dann vielleicht, wenn er ein paar Aufnahmen macht oder wenn ich irgendwo anders Aufnahmen herkriege, gibt es vielleicht noch einen mini kleinen Vlog zum Leverkusen-Spiel. Auf jeden Fall werde ich das vermutlich im Hotel irgendwo in Liverpool verfolgen, also diesmal nicht vor Ort. Dafür aber die Woche da drauf in Augsburg bin ich mit am Start. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Kein geiler Tag. Auch das Topspiel jetzt hier Bayern 5-0 gegen Dortmund hat sich anders erwünscht. Kein guter Tag. Aber wenn Augsburg morgen verliert, dann haben wir tatsächlich trotzdem noch mit einem Punkt Gewinn quasi im Vergleich zu allen anderen trotzdem noch irgendwie halb so der Sieger des Spieltags im Abstiegskampf, auch wenn 3 Punkte echt ein Big Point bedeutet hätten bei den anderen Ergebnissen. Aber ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.